Hallo ihr Lieben, ihr seid wieder bei Britta schmeckt es am besten. Ich mag total gerne diese Börekstangen mit Hackfleisch und Schafskäse und ich habe davon einfach mal einen Auflauf gemacht. Total einfach, wenig Zutaten und geht's ratzfatz. Also, habt ihr Lust zum Nachmachen? Dann geht's jetzt los. Also, Jufka-Blätter haben wir hier und Schafskäse, frisches Hackfleisch. Ich habe mir ja meine Knoblauch- und Chili-Paste und eine Zwiebelpaste. Das Hackfleisch wird angebraten und ihr würzt es mit Paprika, Hackfleischgewürz, Salz und Zwiebelpaste und Knoblauch-Chili-Paste. Habt ihr wenig Schnippelein, ist immer super praktisch. Ja, das braucht ihr auch gar nicht hundertprozentig durchbraten. Ich sag mal, das kommt ja jetzt gleich nochmal in den Backofen. Ja, dann habt ihr die Blätter, die füllt ihr euch dann unten in eine Auflaufform. Vorher streicht ihr Butter rein. Dann die ersten Blätter auch mit Butter einstreichen und dann füllt ihr dünn Hackfleisch auf. Ich mache auf einer Seite Schafskäse, auf der anderen Seite Cheddar. Bei uns gibt es ein paar Mäkeleien zu Hause. So, dann kommen wieder Blätter drauf, ein bisschen Butter drauf, wieder Hackfleisch. Das schichtet ihr immer wieder mit Schafskäse und anderem Käse, wie ihr wollt. Dann wieder Blätter drauf vom Jufka und wieder Butter dünn drauf streichen. Und so geht dies wie eine Lasagne. So, letzte Schicht, nochmal schön Blätter oben drauf, nochmal mit Butter einstreichen und dann macht ihr nochmal eine Ladung Reibekäse drüber und dann kommt das Schätzchen in den Ofen. Also viel Spaß beim Nachmachen, geht ratzfatz schnell und ist super lecker. Lasst mir ein Abo und ein Like da, ihr Lieben, und bis zum nächsten Video. Tschüssi!